Herzlich willkommen zu einem weiteren Update von mir, Leute. Nach der Rede gestern von Powell und natürlich dem Bruch dieser wichtigen Supportlinie, die wir natürlich im letzten Video besprochen haben, sind wir mit dem Bitcoin hier enorm gedumpt, runter bis auf ca. 21.800 US-Dollar. Doch wichtig ist jetzt, wie geht es weiter mit dem Bitcoin? Können wir jetzt an diesem Punkt, sollten wir jetzt eher bearish sein oder eher bullish, denn es wird jetzt wirklich in den nächsten Wochen extrem interessant für die Aktienmärkte, aber natürlich auch für den Kryptomarkt. Und zwar geht es ja darum, dass wir in den nächsten Wochen ebenfalls einmal natürlich die Inflationszahlen aus den USA bekommen und zusätzlich nochmal am 16. März findet der nächste Zinsentscheid der FED statt. Und wie das Ganze jetzt verlaufen könnte, das schauen wir uns kurz in diesem Video an. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video ein Like da lässt. Abonniert natürlich diesen Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr denkt, wie es jetzt weitergeht. Aktuell traden wir mit dem Bitcoin hier bei 22.000 US-Dollar. Wenn wir uns das Ganze hier auf den kleineren Timeframes hier einmal anschauen, dann sehen wir natürlich momentan nach diesem Breakout runter, verweilen wir hier in der Region circa. Das liegt einmal daran, wenn wir hier einmal diese Trendlinie ziehen, dann sehen wir hier, dass wir einen Widerstandsbereich hier aufgebaut haben. Wir sehen hier einen massiven abfallenden Widerstand, von dem wir immer wieder rejected werden, hier auf dem 4-stündigen Chart. Doch meiner Meinung nach wird das Ganze nochmal interessant, wenn wir uns das Ganze hier natürlich auf den größeren Timeframes anschauen, denn umso größer der Timeframe, umso relevanter ist der Chart hier auch an dieser Stelle. Doch bevor wir in die größeren Timeframes gehen, switchen wir einmal rüber zu Powell. Und zwar hat dies einmal in der Telegram Alert Gruppe gepostet. Wenn ihr der Alert Gruppe noch nicht folgt, könnt ihr das natürlich tun. Hier der Link. Den Link findet ihr hier in der Videobeschreibung. Einmal Telegram Alert ist komplett kostenlos. Und sobald ich natürlich immer News habe, poste ich diese auch in diese Gruppe hinein. Hier hat gesagt Powell natürlich, laut Powell deuten neue Daten darauf hin, dass das endgültige Zinsniveau wahrscheinlich höher sein wird als zuvor erwartet. Das bedeutet, es gab wohl neue Daten bezüglich der Inflation und hiermit hat die Fed entschieden, dass die Zinserhöhung natürlich jetzt höher stattfinden könnte als zuvor. Dementsprechend sind meine Augen jetzt natürlich hier auf dem Wirtschaftskalender. Den poste ich euch nochmal, den Link poste ich euch nochmal in die Gruppe. Dort könnt ihr euch das Ganze immer wieder anschauen. Der ist immer aktuell, das heißt, man kann sich das schön rausfiltern, welche Daten man anschauen möchte. Am 14. März bekommen wir natürlich erstmal den Verbraucherpreisindex, die CPI-Daten aus den USA, die natürlich extrem wichtig sein werden, denn schon eine Woche darauf folgt hier dann der Zinsentscheid am 22. März. Das heißt, hiermit sollten die CPI-Zahlen schlechter ausfallen als erwartet und zuvor, können wir damit rechnen, dass wir eine Zinserhöhung von ca. 50 BPS bekommen statt 25 BPS wie beim letzten Mal und dementsprechend würden die Märkte natürlich extrem negativ darauf reagieren und somit würde sich auch hier auf dem Weekly Chart unser mögliches Szenario hier weiter ausspielen. Warum das Ganze, schauen wir uns hier gleich nochmal weiter im Detail an. Denn auf dem Daily Chart wird hier das Ganze auch nochmal sehr, sehr interessant. Ich nehme hier mal einmal, Moment, nehmen wir mal das MACD hier raus. So, vergrößern das mal an dieser Stelle hier, damit wir das hier natürlich besser erkennen können. Wir hatten ja über dieses Ascending, die Moving Averages nehmen wir auch mal raus. Genau, hier hatten wir ja über dieses Ascending Broadening Wedge gesprochen. Dieses Ascending Broadening Wedge ist in der Regel ein Reversal Pattern. Das heißt, wir kommen mit einem Uptrend hier hoch und sobald dieser Support hier, dieser wichtige Support hier gebrochen wird und wir eine Daily Kerze darunter schließen, ist das erstmal ein bearisches Zeichen. Das heißt, jetzt wird es interessant, dass wir hier unbedingt diese 21.500 bis 21.300 US-Dollar Grenze halten müssen. Warum das Ganze? Zuvor sehen wir hier Support, Widerstand, dann hatten wir hier Widerstand,
hatten wir hier nochmal Widerstand, wir hatten hier Support und hier nochmal großen Widerstand. Das heißt, diese Zone ist jetzt für die nächste Zeit meiner Meinung nach extrem wichtig, auch aus dem Grund, da wir hier ein mögliches Double Top, ein M-Pattern bilden und die Neckline liegt hier ebenfalls exakt an dieser wichtigen Support- und Widerstandszone. Das heißt, wenn diese Zone nach unten durchbrochen werden sollte, dann würden wir hier auch wohlmöglich die CME-Gap abholen, die hier zwischen 19.700 und 20.800 US-Dollar liegt. Über diese hatten wir schon vor längerer Zeit gesprochen, dass laut Statistik 90% der CME-Gaps hier gefüllt werden. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nochmal runterkommen, diese wichtige vorherige Zone nochmal antesten, die hier bei ca. 17.900 US-Dollar liegt und dann erst einen Run wieder nach oben starten. Das wäre in diesem Fall natürlich das bearische Szenario, wenn natürlich dieser wichtige Support hier an dieser Stelle bricht. Bullish wäre es, wenn wir natürlich hier ein Reversal reinbekommen und es schaffen, über diese Zone bei 22.600 US-Dollar zu kommen. Switchen wir allerdings hier auf den Weekly Chart und schauen uns mal an, wie es hier aussieht. Hier ebenfalls, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, genau, wir wurden ja hier an dieser wichtigen Support- und Widerstandszone hier rejected und dementsprechend sehen wir, dass wir hier nochmal auf dem Weekly eine sehr, sehr wichtige Support- und Widerstandszone haben, diese liegt hier wieder in etwa 17.000 bis 18.000 US-Dollar, also genau wie auf dem Daily-Chart hier besprochen. Und dieses Szenario könnte ich mir sehr gut vorstellen, was hier auch nicht sehr, sehr schlecht für den Bitcoin wäre, denn solange dieser Support hält und wir nicht hier drunter closen unter diesem Low bei 15.400 US-Dollar, sieht das Ganze hier weiterhin gesund aus. Es wird keine einfache Zeit, wenn die Zinsen natürlich erhöht werden. Es ist nicht unbedingt bullisch, wenn die Zinsen höher ausfallen als erwartet. Dementsprechend bin ich hier relativ noch weiterhin vorsichtig mit großen Long-Positionen. Da solltet ihr auch ebenfalls vorsichtig sein. Sehr guter Zeitpunkt natürlich weiter DCA Bitcoin Spot einzukaufen. Das sollte man immer betreiben, immer schön DCA einkaufen und dementsprechend war es das auch schon mit dem heutigen Update. Zusätzlich steht natürlich noch die Thematik mit Mt. Gox hier an dieser Stelle im Raume. Wenn ihr davon nichts wisst, schaut das letzte Video an. Dort habe ich euch kurz erklärt, worum es in diesem Fall geht und was das natürlich für uns bedeuten könnte. Das war es wie gesagt mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst hier unbedingt ein Like da. Abonniert diesen Channel, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Updates mehr zu verpassen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund und bis morgen.